Ich glaube, es gilt der Grundsatz, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die Mutation, die wir jetzt gerade die Informationen bekommen haben in den letzten Tagen in dem Vereinigten Königreich, zeigt, wie groß die Gefahr ist, die weiterhin von diesem Virus ausgeht. Es ist nicht die erste Mutation, aber es ist eine ernstzunehmende Mutation. Ich habe heute in diesem Zusammenhang auch mit dem Regionaldirektor der UNO-Weltgesundheitsbehörde, der WHO, gesprochen. Er hat unsere Vorsichtsmaßnahme, nämlich Verbot von Landungen aus dem Vereinigten Königreich, verstanden. Auch er sieht Vorsicht als der richtige Vorgang hier und hat aber eine gute Nachricht gehabt. Bislang gibt es keine Nachweise, und das ist sehr wichtig, dass diese Mutation unsere Impfpläne durcheinander bringt. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt für uns. Es gilt ganz allgemein, dass wir hier einfach rasch reagiert haben, die notwendigen Maßnahmen gesetzt haben. Wir wollen doch alle nicht, dass das Virus oder eine Mutation davon Teil der Bescherung wird. Und das ist der wesentliche Punkt. Es zeigt, dass wir noch lange nicht über den Berg sind. Ich verstehe ganz genau die Enttäuschung, die Frustration. Wir alle sind vielleicht auch dieser neuen Entwicklungen schon müde. Aber diese Mutation zeigt, die Gefahr ist weiterhin reell, die Gefahr ist weiterhin präsent. Und wir müssen zusammenarbeiten, um die Schwächsten, die Risikogruppen gerade vor den Festtagen zu schützen, unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Familien. Danke sehr.